Ich bin wieder da. Warum hat es jetzt nicht geklappt? Kann ich das nochmal? Ach, warte mal. Er hat gesagt, er ist nicht so entspannt, ne? Wenn ich jetzt nochmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle nehme. Was ist ab mit Doc bestimmt nicht so nochmal eintrinken, oder? Hallo! Hm? Was? Oh, hallo! Ich habe übrigens schon durch ein Lachsbrötchen gemacht und mich ein bisschen, naja. Ich habe noch mehr interessante. Immer her. Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Mhm. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Mhm. Lass ihn einfach auf dich wirken. Lass ihn einfach auf dich wirken. Herrlich. Jetzt noch ein kleines Schlückchen Schnaps und... Rufus, weißt du zufällig, wo mein Flachmann abgeblieben ist? Nanu, eben stand er doch noch da. Ja, und jetzt guckt er da aus deinem Mantelsaum. Wie ist er denn da hingekommen? Also entweder hast du ihn eingesteckt, oder wir haben es hier mit Wurmlöchern zu tun. Hey, ich habe keine Wurmlöcher. Ich gehe mehrmals pro Woche zum Arzt. Für ein Björk-Emote muss ich meinen Haufen Hofzeichner fragen. Aber das, weiß nicht, das müsste man, müsste ich nochmal ein, ja, da müsste ich auf jeden Fall nochmal lange Gespräche führen vielleicht. Was jetzt schon? Will ich nochmal trinken? Aber dann kann ich hier vielleicht mir was abfüllen. Aber da, haha. Hallo? Hm? Oh. Ich bin mein... Aber etwa... Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Oha. So. Das war einfach. Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Ich habe Sachverstand. Hä? Wie trinkt die dumme Flasche jetzt? Achso, warte mal, ich muss wahrscheinlich irgendwo benutzen. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Weißt du, wo ich den Knochen eigentlich im Rücken habe? Mist! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Da sind wir Spielhelden. Oh, am besten. Hä? Ich habe Docs Fuse, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Ach ja. Das müsste was werden. Ein Kinderspiel. Ready. Hä? Mist. Ach, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese... Wie hält doch... Ich hab doch den Fusel. Was fehlt denn jetzt noch? Man soll kann, wenn man vorhat. Hä? Bin ich jetzt doof? Ich habe Docs Fusel, die Quelle. Man möchte eigentlich meinen, das reicht, oder nicht? Vielleicht musst du wirklich meditieren? Ja, wie soll ich man meditieren? Soll keines, wenn man vorhat zu brennen. Aber ich kann nicht eigentlich einfach so irgendwas machen. Ein Bauteil. Okay, muss ich das wirklich nochmal angucken, wie er meditiert? Doc? Oder habe ich jetzt was nicht richtig gemacht? Hallo? Hm? Oh. Ich bin mein. Aber leg ein. Oder hätte ich das zu Ende ausgehen? Das ist Doc. Was ist denn los? Schrotthändler fixiert ja gar nicht. Such ach, ja. Ich bin doch dämlich. Ich muss den Horizont fixieren. Lass ihn doch. Es gibt da bestimmt einen Grund, warum ich den Horizont angucken kann, oder? Wir benutzen mal Fusel auf Horizont. Da liegt nun wirklich schon genug Schrott. Na verdammt. Na gut, dann machen wir das. Ich habe Docs Fuse. Ich passe das in der falschen Reihenfolge, ne? Ach so! Haha! Guck mal, ich lege einen Fuß hinter den Rücken. Das ist der Fuß. Dann fixiere ich den Horizont. Bis zum Horizont Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue.
Jetzt die Fuse. Ich habe Docs Fuse. So. Ups, jetzt bin ich raus im Top. Und dann mache ich das hier. Das wird ein Kinderspiel. Go! Hä? Mist. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt die Helden. Warte mal, wo soll ich hin? Man soll keine Sachen auf... Wenn man vor... Bis zum Horizont... Ich habe Docs... Jetzt weiß ich zumindest, was der Schlüssel ist. Ja, jetzt müsste es aber endlich klappen, weil ich denke mal, es klappt trotzdem nicht, oder? Mist. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind wir Spielhelden. Hä, bin ich jetzt so doof? Also siehst du erst Fuß in den Rücken, danach meditieren und dann... Vielleicht vorne beim Doktor noch Horizont anvisieren? Hallo. Hm? Oh. Ich bin ein... Aber leg ein etwa... Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ich bin ja schon ganz vertranced. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Also die Buchstaben, die ich gerade gesehen habe, haben sich ein bisschen angehört wie die Kombination, die ich brauche, um hinter durchs Labyrinth zu kommen. Na gut, fangen wir an. Man soll keines, wenn man Bein hinterm Kopf, check. Horizont fixieren, check. Und los. Noch mehr Buchstaben. Ich bin ein... Oh, jetzt muss ich hier Sachen lesen. Mutzi, das ist. Er hat Fluss gesagt. Wo hat er denn bitte schon Fluss her aus den Buchstaben? Also ganz ehrlich, aus dem Buchstaben hier ist nicht Fluss herauszulesen, egal was man macht. Schon dessen wäre da keine 2S drin. Doch, es sind 2S drin, aber. Also muss ich jetzt echt hier. Moment. Ich versuche das mal mit der gleichen Kombination mit Doc. Also M. Denn der dritte Schau, also Mu. Denn das U da drunter, M. Also Mumpi. Und dann Fluss, hat er gesagt. Also I oder Mumpi ist, glaube ich, die Antwort. Bei Mumi ist nicht. Mumpi! Und nun. Oh, ich glaube, es funktioniert. Zumindest meine Zummel zum Dank holen. Auf dich! Ja. Toller Jahrgang! Ich bin übrigens gerade, wäre jetzt sehr stolz. Und oh, Scheiße. Yes! Oh Fuss, yeah! Ich bin total stolz, dass es so funktioniert, dass ich den Zusammenhang direkt zwischen Fluss und den komischen Worten, die da am Horizont standen, gerafft habe. Schön. Es war, glaube ich, gar nicht so schwer, aber ich bin trotzdem total glücklich, dass das funktioniert hat. So, jetzt ist ja noch nicht alles erreicht, ne? Ich muss ja noch... Das reicht ja noch nicht, oder? War ja klar.
Ha, du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal. Die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Bestimmt. Gelberhebel? Ich sehe keinen Unterschied. Ah, mein, der macht Unterschied. So, der dreht die Dinger. Also ich gehe jetzt mal da rein, dass wir hier anfangen. Okay, aber das geht da runter, denn... Wo will ich denn eigentlich überhaupt hin? Ich will eigentlich nach da, ne? Aber das hier ist ein komplett getrenntes System von allen anderen. Ah, nehmen wir mal hier. P1, P2. Oder will ich einfach nur geradeaus durchfahren? Also eigentlich will ich ja da unten raus, nehme ich mal stark an, oder? Die Pfeile drehen sich hier. Also es drehen sich immer die Pfeile von den Knöpfen. So, das grüne. Da hier das grüne Gegensatz entfernt, ne? Dann das gelbe. Gelbe lässt mich zurückfahren. Das ist bestimmt nicht richtig. War ziemlich falsch. Na gut, das haben wir mal von oben gesehen. Das hätte ich gerne einen Screenshot davon gehabt, um das näher zu sehen. Also, die Dinger sollten mich also nicht beunruhigen. Das passt schon so. Okay, dann müssen wir die roten... den roten Hebel so. Jetzt den gelben Hebel. Ich mache einfach mal. Na, war ja klar. Achso, da ist noch so ein Tunnel drunter. Ne, das war ja klar, dass es nicht so einfach sein wird. Es ist quasi nur am letzten Grünen gescheitert. Das heißt, das Grüne kann schon nicht so funktionieren. Wir wissen, dass das Grüne nicht so funktionieren kann, wie das da funktioniert. Das heißt, wir müssen entweder das Rote machen, sodass wir irgendwie anders langkommen. Das sind einfach nur Untertunnelungen, das soll das sein. Na gut, also das... Na, gehen wir mal, dass das Grüne nicht so... Dass das Grüne in einer anderen Stellung... Es gibt nur zwei Stellungen, ne? Genau, also die Dinger haben nur zwei Stellungen. Wir gehen also mal davon aus, dass das Grün so sein muss. Dann können wir nicht geradeaus durchfahren, wir müssen dadurch. Also das Gelb muss dann quasi auch so aussehen. Dann sieht Rot so aus. Dann würde mich grün aber oben leiden, das ist Mist. Obwohl, warte mal, ist es nicht. Laufen wir von den Gelb? Probier es mal kurz aus. Wenn nicht, liege ich gleich gelb rum. An sich müssen wir das nur noch dreimal probieren, dann haben wir es auch. Hoffe ich. Naja, das ist Mist. Ach, das ist die Kurve. Nee, ich will eigentlich... Das Rote ist falsch, oder? Nee, das Rote war richtig. Achso, weil das Grüne ist ja so rum, ne? Das fährt runter. Und dann leitet mich das Grüne nicht nach links, oder? Geht mal nach unten? Müssen wir nochmal genau angucken hier. Jetzt fahre ich aber nur gerade durch, oder? Achso! Warte mal, oh, jetzt fahre ich ja so. Das ist nicht super richtig, weil ich auch sehr lustig. Da müsste ich mir keine weiteren Gedanken machen. Nee, ist falsch. Nee, das kann also nicht klappen. Aber, wenn ich das Rote jetzt, also wenn ich hier gerade durchfahre, dann brauche ich das Rote ja nicht dafür. Denn führt mich das Rote, dann führt mich das hier im Kreis, oder? Das ist, glaube ich, auch nicht gut. Dann fahre ich hier durch. Dann fahre ich hier im Kreis, nee, auch nicht. Hä? Ja, das war sowieso falsch, das ist ja auch egal. Also, wenn der Pfeil genau in die entgegengesetzte Richtung zeigt, dann macht er einfach gar nichts. Na gut, das ist zwar interessant zu wissen, bringt mich ja leider überhaupt nicht weiter. Nee, dann müssen wir mal anders. Was ist das? Wenn mir gerade so auffällt, die Pfeile haben doch drei Stellungen. Nur der rote Typ hat, der rote Pfeil hat nur zwei Stellungen. Kann das sein, dass meine erste Variante schon fast richtig war? Weil ich sehe gerade, jetzt steht der grüne Pfeil richtig. Und ich bin letztes Mal nur einen einzigen grünen Pfeil begegnet. Ich muss mal gucken, was ich jetzt habe.
Frühstück? Das wollte ich eigentlich nicht. Das ist definitiv falsch. Mann, ey, das wird mich richtig viel Zeit kosten, glaube ich. Und ich probiere es einfach so lange hin, bis ich es habe. Es hat ein bisschen was Deprimierendes. Immerhin ist es anscheinend so gebaut, dass das Rufus nicht bis in alle Ewigkeit im Kreis fährt. Was auch witzig wäre. Achso, was die Farben da unten? Mal. Oh. Ach, die Schalter da unten sind was anderes als die Hebel. Die Leute bei Delic sind gleich die kranke Bastard, wenn es um Rätsel geht. Naja, gut, das ist, wenn du an frühere Spiele denkst, dann sind die Rätsel hier eigentlich auch relativ simpel. Was erinnert denn die Farbe hier von diesem Portal? Was macht denn das? Das müssen wir nämlich auch noch rauskriegen, was P1 und P2 eigentlich genau sind. Wir hatten ja, hatte ich ja mal das so. Da bin ich einfach so hier straight durchgefahren, da hat das ja nicht funktioniert. Was sind denn die Farben? Also, dass ich jetzt 4 Schalter habe, ist natürlich ein bisschen doof. Na, guck mal, das ist. Ach so. Die Farbe des Schalters hier ändert nochmal die Farbe der Dinger hier. Wenn ich hier quasi jetzt durchfahre, denn... Oh, das ist ein richtiger Bastard hier. Ich ahne, dass ich mindestens durch einer der Schalterdinger durchfahren muss, um was umzuschalten. Also jedes Mal, wenn ich hier durch ein Ding durchfahre, liegt das ein Schalter um. Das ist natürlich jetzt irgendwie ganz schön krass. Für mich alten Idioten. Was, kranke Bastard, die rauchen und schnupfen alles, was Rufus nicht mehr anbauen würde? Wenn der Lack nicht mehr ballert. Na gut, Vermutung 1. Wir schalten den roten Schalter so. Ich hatte das so, ja. Hm. Zack, zack, zack. So. Achso, wenn er hier lang fährt, kann er nur so rumfahren. Aber wenn ich P1 auf grün mache, dann müsste er so rumfahren. Habt ihr das denn? Ich hoffe, es gibt wirklich jeden Grund, dass es für dieses Rätsel mehrere Lösungen gibt. Achso, er fährt so rum. Oh, das ist ja Mist. Verwirrt mich jetzt ja überhaupt nicht. P1 zum Game-Schalter machen? Das klappt dann bestimmt auch nicht so, wie ich mir das vorstelle, oder? Weil mir immer nicht ganz klar ist, was das eigentlich macht. Achso. Na gut, das bringt mir nichts. Wenn ich einmal in die Richtung fahre, dann ist sowieso schon alles verloren. Also es legt quasi den Schalter um, die Farbdinger. Ich glaube, die Kombination ist falsch. Fangen wir mal an. Wir fahren hier grün geradeaus und biegen hier gelb rein. Dann fahren wir hier da runter, dann... Ach, probieren wir es raus. Das glaube ich am einfachsten. Bevor ich mich hier versuche, hier nachzuvollziehen, machen wir es lieber dieses Mal nach. Wir fahren da lang. So, das kehrt uns um. Hier stehen wir wieder auf der gleichen Falle wie eben. Nicht. Also quasi sind wir jetzt die gleichen Kurs gefahren wie eben gerade. Das Problem ist, dass wenn er hier runter. Also wir werden ja hier, fahren hier lang, fahren dann hier, legen den Schalter um. Und das Ding schickt uns ja nach unten. Und das kann ich nach rechts fahren.
Aber das geht halt irgendwie nicht. Bei Baum. Wir müssen also, wenn, dann die lange Route fahren. Dafür müssten wir also endlich rot umschalten. So, glaub, jetzt sollte alles stimmen. Was sagst du nun, Schätzchen? Nippe, 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 nippe. Oh, Rufus, du bist wirklich der Größte. Ich gebe zu, wie das war jetzt... Wie war. Aber wenn dir das schon gefallen hat, dann pass mal auf. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt. Ich messe auch etwas. Die Jungs? Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs, es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte, mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... Also das war jetzt, mein iterativer Lösungsversuch war jetzt, ich würde mal behaupten, es war eher so Zufall und Glück. Aber es funktioniert ja am Ende genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil ich sieht der immer nur so doof, ne? Oh. Hey, ich lebe noch. Ha, so schnell kriegt man mich nicht klein. Man nennt ihn Rufus. Bam, bam, bam. Badabab, man nennt ihn Rufus. Vor allem die Oberaufstiegsstation, die sind nicht meine Seilbahn. Rufus, badabab. Stopp. Boah, und was für ein Ausblick. Die untere Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Siehst du das? Ich habe es... Upsi. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast, hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na? Willst du lieber langweilig getragen werden? Oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen, doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen! Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach... Dieser Cletus ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Ja, Hussa, get on with the plot. Zuckerwattemaschine? Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Ich war hier schon mal, als Kind, mit meinem Dad. Ich bin ihm bis hierher nachgelaufen. Als er mich bemerkte, hat er sich so gefreut, dass er mir Zuckerwatte gekauft hat. Dann sagte er, ich soll auf ihn warten, während er das Hochboot nach Elysium sucht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Hier sind so auffällige drei Hebel, das gefällt mir gar nicht. Die Schalter verstellen die Lichter. Da drei... Und auf der anderen Seite eins. Hm. Ich ahne Schlimmstes. Upsi. Aha. Eins aus, zwei an. Ich komme der Sache näher. Drei und drei? Sechs, oder? Ich muss binär denken. Bringt mir halt aktuell noch nichts, ne? Hey, da scheint was dahinter zu sein. Was zum... Ein Stecker? Och, nö. Was spricht denn gegen diesen wunderschönen Stecker? Nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch nicht sein.
Gang! Oh. Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keinen... Und keine. Ich glaube, man muss einen Stock hineinhalten. Wie wär's denn damit den Hebel von eben? Es sind alles Primzahlen. Was? 3 und 1? Ich komm schon noch. 3 und 1 sind in der Tat Primzahlen. Komm, hör doch mal. Ein Kaugummi, aber sofort. Was? Hm. Ich will einen Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Ich bereue es gerade, dass ich diese Maschine repariert habe. Da steht ja gar kein... Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Aha. Ich habe sie auf ein Meer aus Rosen gebettet. Genauer gesagt, frittierten Rosenkohl. Ach ja, der Duft von altem Frittenfett. Nett. Hebel, Wortmaschine. Ach, Hebel. Mensch, da ist noch einer. Jetzt steht er auf Calzone. Was? Ich kann die Maschine nicht wieder aufmachen. So ein Elender, was der Dellenautomat? Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ist ein Primzahl, höre ich falsch? Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Eins ist nur durch sich selber und seinen mehrfachen Teilbar? Na gut, vielleicht nicht. Verdächtige Diese Lämpchen. Haben Hallo, irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Verdächtige Diese Lämpchen. Lampen habe ich weit. Ja. Also die haben bestimmt jetzt noch nichts zu bedeuten. Wir gehen das mal weiter. Sorry, was war das? Einzig war Primzahl durch 1 und eine andere Zeit. Ja, ja. Aus das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Ja, so ein netter Wort. Das stellt sich natürlich die Frage, was überhaupt der Sinn dieses Ortes ist, ne? Klappe. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz. Mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Dass der Ort hier noch nicht geplündert wurde, ist ja auch ein Ding. Da gibt, sorry, noch nicht einen Zumturm? Oh, das ist ja, ich sehe schon wieder Kranhebel. Ein Kran mit Magnetkopf. Schick. Ich sehe eine Gabel. Ich spare mir meine Telekit. Ach, Menno. Ganz schön tief und hell. Könnte am Kernreaktor da unten liegen. Ja, yeah. Das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Ja, Tonne mit Wasser. Ist das Säure oder Wasser? Nur Wasser. Was? Ja. Habe ich noch was bei eigentlich? Ich habe noch eine Sardelle am Spieß. Rein mit euch. Hm. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Rein mit euch. Hm. Seltsam. Ja. Ich frage mich, ob ich irgendwas... Oh, eigentlich kann ich den Kofferraum rein? Ich spare mir... Muss ich das jetzt ablassen? Ich spare mir meine... Kurbel? Oh, ein Schnabeltier! Wie bescheuert. Ich spare mir meine... Sie kann ich immer noch nicht hin, weil ich da was machen müsste. Theoretisch wahrscheinlich. Moment, ich bin... Es ist in einer Sekunde wieder da. Kenn ich. So. So. Und nochmal. Wie bescheuert. Hey, ein Schnabelkuscheltier. Wie bescheuert. Ja. Bahnhofshalle?
Oh, das sieht er hier. Auf dem Mosaik sieht man winkende Menschen und ein Abschiedsfest mit Bratwürstchen und ganz viel weißem Konfetti. Ach nee, das ist mein Kreislauf. Wenn ich mich zu sehr anstrenge, ich brauche mehr Licht. Das sieht ein bisschen so aus, als würden die Leute sich enorm aufregen. Sind das tatsächlich die Geschichten von dem Brunnen, dass die Musik steigt? Das gehört bestimmt zu einem der Mosaike. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Wo ist wohl der Rest der Botschaft? Tja, auf der Rückseite der Musik. Das sieht ein bisschen aus, hätten die Leute von... Also ich kenne übrigens die Hintergrundstory von Deponia ja nicht tatsächlich. Also was mit diesen ganzen Dings da auf sich hat. Also es sieht so aus, als hätte das einfache Volk revoltiert und die Leute hätten sich darauf dann nach Schlamm und Staub. Mehr kann ich nicht erkennen. Ich glaube, es gibt ein spezielles Werkzeug gegen Dreck. Zumindest meinte Toni mal irgend sowas in der Art. Hm. Ein Fisch wird es wohl nicht sein. Kieselsteine? Die sind bestimmt total nützlich fürs Endgame. Der Fahrstuhl. Öltankklappe. Nein, mein Mantel hat schon genug Ölflecken. Ich will gut aussehen, wenn ich in Elysium einmarschiere. Mhm. Oh, ein Bischof. Seife. Und ein Eimer. Ich habe Ideen. Öltank? Ich kann nicht sehen, ob er... Und ich habe auch kein Streichholz, um den Grund auszuleuchten. Schade. Ja, so ein Streichholz zum Grund ausleuchten wäre auf jeden Fall... Kissen. Wenn ich den Mob jetzt ins Öl stecke, ich merke mir das... Kann ich Öl ablassen? Das ist ein Öl, so schade, dass... Kontrollen. R, U, F, das war's nicht. Das vielleicht. R, U, ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Also die Lösung für die Leute von Deponia? Verdammt, funktioniert denn hier gar nichts? Es war die ganze Zeit so nah, dass man einfach nur diesen dummen Fahrstuhl hätte hacken müssen. Das ist ein bisschen deprimierend eigentlich. Na gut, das ist ja lästig. So, wir haben ja... Nein, das habe ich rausgeklappt. Nein, das wollte ich nicht. Ach, Mensch. Jetzt. Na gut, ich habe Ideen. Wie immer eigentlich. Ich weiß noch nicht so richtig, welchen mit der Zuckerwatte machen möchte, aber... Darf ich diesen Eimer nehmen? Danke, bitte. Tonne mit Wasser. Auch wenn das Wasser irgendwie auffällig grün aussieht. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Lust und Seife. Ja, Seife mit... Es lag ja zum Glück alles im gleichen Dings. Schaumig. Yay. Schaumig. So, wir schon mal mit Seife. Dann können wir jetzt dann wieder hoch zu den Mosaiken. Und? Das ist ja immer noch saumäßig dunkel hier, ne? Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Mist! Der Wischmob ist zerbrochen. So in Elend aber auch. Na, so ein Jammer aber auch. Jetzt habe ich nur einen Lappen. Aber jetzt kann ich keine Musik. Ein Haufen Schrottkrabben in einem Stripschuppen. Da ist die Tanzstange. Da die Krabben und da die Cocktailsoße. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Könnte aber auch etwas anderes sein. Ich brauche mehr Licht. Hey, ja, das Licht ist so eine Sache für sich. Kann ich das Musikgestell mal einsetzen hier in das Loch? Ich brauche mehr Licht. Da fehlt ein Stück Scheibe. Ja, das kriegen wir doch hin. Zapperlott, der Stein hält nicht. Und nun? Ich brauche, glaube ich, doch die Zuckerwatte. Nische? Ja. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Na gut, das ist ja relativ offensichtlich jetzt für mich, oder? Dann muss ich ja eigentlich nur noch mal kurz... Oh. Achso. Zum Candy Shop. Was ich brauche... Kann ich die Sardelle? Maschine, mach mir hier... Ich... Jetzt steht er auf Phosphor.
Oh, Phosphorfisch, das klingt gut. Maschine? Ich hasse Gerrit. Das scheint... Achso, ich habe hier noch eine Mobstange. Moment. Hier steht, der Umfang des zu wattenden Stocks darf 2 mm nicht überschreiten. Des zu wattenden? Wer hat den denn eingestellt? Der Ernst? Niemals. Die Schneise der Wie sollen die Historiker sonst meine Taten rekonstruieren? Oder kann ich das da mit dem Hebel? Das hier gab's schon mal. Ich meine, der Phosphor hört sich ja irgendwie sehr gut an. So. Hier stehst's. Ich brauche also draußen einen anderen Stock. Achso, komm, wird man. Oh. Niemals. Die Schneise der Verwüstung hinter Wies. Achso, warte mal. Haha. Wer gern zu Haus mit Stein. Ich kann den Stein. Kaugummi oder mal nicht mit dem Stein einschlagen? Achso, ich habe bereits Kaugummi, aber ich bin auch doof. Der Kaugummi klebt noch nicht richtig. Er ist zu trocken. Ja, den kann man entgegenhelfen. Ich habe da draußen noch Wasser, oder nicht? Interessant, dass es ja nicht überhaupt Licht gibt. Probier das lieber, was ist viel lustiger. Ich soll das in den Tümpel... Nein, nicht! Hä? Du wirst den Reaktor treffen und es kommt zu einer nuklearen Zeitschleife. Wie kann ich das verhindern? Gar nicht. Einer von uns beiden muss sich opfern. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt. Cool. What? Ist der Kombi jetzt nass? Nein, nicht. Du wie klar? Schnick. Verdammt. Cool. Also vielleicht doch ins Wasser? Probier das lieber, was ist viel? Was? Okay, ich bin jetzt minimal verwirrt. Vielleicht werde ich den Mob feuer? Ach, muss ich jetzt echt rumrennen? Oh. Rufus, mach hin, wir haben nicht in Dachzeit. Oder die ganze Nacht, wie auch immer. Das allein reicht nicht zum... Ich brauche auch noch Lust und... Die Mobstange? Ich habe es nicht nötig. Meine alten... Das frische Ding. Kaugummis machen, man kann sie nicht. Der Kaugummi ist zu. Ja, aber, ja. Nein, nicht! Du wirst den Reaktor. Wie kann er. Schnick! Verdammt! Das ist ermüdend. Cool. Ich sehe da vor allen Dingen einen 1er Stock, aber die kann ich nicht mehr anwählen. Kann ich vielleicht irgendwie hier rumfuchteln? Ich spare mir. Ich spare mir. Ich spare mir mein. Aber ich kann hier hinlaufen, oder? Ach. Ich spare mir mein. Warum telekinetische Kräfte, du. Ich spare mir. Ich spare. New Subscriber detected. Ah! Ich kann Küstergeld für Tier 1 zapte Schokohorn. Wie großzügig. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ich erspare Ihnen das lieber. Was? Das Gemetzel? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Wann ist das denn passiert? Ich spare mir mein... Ich spare mir... Das bringt mich alles nicht weiter. New Subscriber detected. Ich bin Mr. Just Sub for 6 Months. Jetzt frage ich mich, ob der gute Fabs... vielen Dank übrigens dafür und danke für deine Generosität. Ob du dich gerade verklickt hast, brutal, oder ob das Absicht war, du mir... schon mal ein wenig Geld spenden wollte. Jetzt brauche ich nur noch 10 Subs mehr. Björki-Mode inkommen. Nee, ich brauche noch 10 Subs mehr für die Mode. Das ist Absicht. Okay. Na, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Zorn dankt bestimmt auch, sobald es wieder aus seinen AFK-Dingsbums zurückgekehrt ist. Trotzdem bringen mich auch 100.000 Subs in diesen Rätsel nicht weiter. Oder vielleicht auch doch. Wir sollten es vielleicht ausprobieren. Ich brauche vor allem Strom hier. Eigentlich brauche ich nur Fackeln. Ja, aber ich... Hätte ich vielleicht das in dem Wassereimer machen sollen? Warte mal, Lampe? Das einzige Licht hier hinten. Das einzige... Jojo. Achso, dann könnte ich bestimmt das Phosphor, wenn ich das Phosphor habe, auf... Aha. Langsam, sehr lang. das geht ja schon mal nicht hin. Das Mosaik fügt sich zusammen. Jawohl. Ich habe mal wieder so ein Spambot-Dingsbums gekriegt. Ich kann da auch Öl einfüllen, aber ich weiß nicht so richtig, was es bringt. Also ich kann auch mit dem Stock, kann ich doch bestimmt mit der Mobstange
Nein, mein Mantel hat... Ich will gut... Nein, mein Mantel hat... Ich will gut... Hä? Ich habe nicht gehofft, dass ich irgendwie... Verdammt. Alles zu, das überrascht mich jetzt total. Den Kaugummi in Öl zu tunken ist bestimmt nicht die beste Idee. Nein, ich will... Nein, mein... Ich will... Schön, dass wir den Putzschrank nochmal zugemacht haben. Das bringt mich bestimmt sehr weiter. Ich kann die Kaugummi auch nicht einfach hier in die Ecke reinkleben, oder? Nein, hier... Handarbeit. Den Spruch habe ich auch schon mal gehört. Beleuchteter Torbogen. Warum ist der Torbogen eigentlich... Warum ist es eigentlich wichtig, dass der Torbogen beleuchtet ist? Moment. Wo ist meine Maus? Nein, nein! Aha. Ansicht? Danke. Was? So. Hallo, Bruder. Das ist der Eingang zum Candy Shop, als Dad mich ver... Oder war... Ja. Aber den kann ich ja auch nicht interagieren in dem Sinne, oder? Kann ich ja alles kaputt hauen. Los! Stures Ding. Sei nützlich! Da sieht man wieder, ich hab... Also vor allen Dingen Zuckerwatte ist ja eigentlich... Zuckerwatte, bitte. Ich brauch bestimmt eine dumme Gabel. Was bringt denn dieser Schalter hier? Ich komm schon noch drauf. Ich muss... Ich komm schon noch drauf. Die Schalter ändern halt auch am Licht nichts. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Ich ahne, dass es genau so ist. So, den Automat habe ich ja schon benutzt. Verdächtiges Lämpchen. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß... Ich war hier, Schatz. Ich bin langsam. Ich habe ihn nie... Und das Ding ist ja eigentlich gerade auf der richtigen... Pekonold gibt es dir einen Sub. Jetzt brauchen wir nur noch 9. Vielen lieben Dank dafür auch, lieber Pekonold. Ich hoffe, du amüsierst dich über meine Ratlosigkeit, so wie ich mich. Hebel? Damit lässt sich der Geschmack der Zuckerwatte einstellen. Derzeit steht er auf Phosphor. Ja, ich finde Phosphor vollkommen akzeptabel. Wir bleiben bei Phosphor. Phosphor finde ich gut. 9 für was? Wenn ich 15 Subpoints habe, kriege ich auch als Affiliate einen weiteren Emote-Slot. Das heißt, ich könnte ein weiteres Subscriber-Emote machen, was ich fortan in meinen Channel posten kann. Dass es noch gemalt werden müsste, sei mal dahingeschrieben. Aber ich könnte. Weiß gar nicht, machen Schnabeltiere Borg? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Weil die haben auch einen Schnabel. Bock. Weiß nicht. Was mich dazu zurückbringt, dass ich keine Ahnung habe, was ich tun muss, um dieses verdammte Kaugummi-Zeug nass zu kriegen. Durch die Tür kann ich ja offensichtlich nicht. Ich kann das da vorne. Was für ein Chaos. Normalerweise ist die Hupe doch auf der Motorhaube. Und nicht 2 Autos weiter. Hm. Ich will ja irgendwie das Lamellenfenster auf. Das Ding ist, ich komme an diese dummen Kurbel halt nicht ran, was halt total dumm ist. Eigentlich müsste ich ja, oder? Ich spare mir meine Tele. Yeah. Resubscription confirmed. Automatically relaying. Thanks. Hast du gerade ernsthaft 50 Euro ausgegeben? New subscriber detected. Von dem Wetzel ist der Undershaker, Kaugummi? Ja, der Kaugummi will nicht. Also vielen lieben Dank, Peps. Ich muss hier mal kurz raustappen. New subscriber detected. Ich habe keinen Dings dafür für mehrere Subs gleichzeitig, ne? 11 Subs. Wer ist denn Kaiber? Das ist, glaube ich, ein Bot. Scheinbar ist der Bot. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wer 0x2f7c37 ist. Aber es hat zumindest bis auf 2 Personen nur Leute erwischt, die echt sind. Gut, die scheinbar ist jetzt auch nicht wirklich. Vielen lieben Dank. Jetzt sagt er mir nächstes Subscriber tot. Ich denke mal, was zum. Ich denke mal schon, dass es geplant war. Aber na gut. Das ist auch ein Bot. New Subscriber detected. Ich bin nicht echt? Was? Der Undershaker ist bestimmt... Ah! Der Undershaker ist bestimmt echt, aber der Sun Kaiber ist nicht echt. Und das Your denn, subscription reactivated. Ja, also vielen lieben Dank. Und das ist diverse Tierchen freuen sich. Das sind jetzt New alle. Subscriber detected. 9 hatten gefehlt. Ja, jetzt haben wir es auf jeden Fall voll. Ah, Tinkspawn. Also, ja, jetzt kommt er raus. Tinkspawn. Ach, schön. Ich freue mich. Resubscription Bock. Confirmed. Automatically relaying. Thanks. Ja, Björn freut sich auch ganz toll.
alle versorgt? Ja. Resubscription confirmed. Automatically relaying. Thanks. Oha. Jeden Tag eine gute Tat. Das ist vielen lieben Dank. Das ist ja. Viewer subscription reactivated. Dann muss ich mich mal um dieses was für ein karnormaler Mode kümmern. Ich spare mir. Warum kommt der nicht an dieser dummen Lupe nicht ran? Das macht mich gerade richtig fertig, ne? Ich spare mir. Die kinetische Kräfte erzählen nichts vom Pferd, Bursche. Also ich spare. Einen Schritt nicht. Ich spare. Wenn die so richtig weit kommen, bin ich auch noch nicht, ne? Da oben ist er. Damit kann ich den Kran heben. Sind wir langsam durch? Oh, vielen Dank, Fingernot. Auch dafür noch. Schön, schön, schön. Das freut mich alles sehr. Zaunausgang, warte mal. Ich bin ja am Zaunausgang. Also, das ist da, wo ich gerade stehe, ne? Ich spare. Nee, ich komme da nicht hin, weil irgendwas. Achso, weil der Zaun davor ist wahrscheinlich. Viel zu viele Sterne, ja, nur Sterne. Das müssten, also so viele Zuschauer habe ich gar nicht, wie ich jetzt Subs habe. Ich habe 12 Zuschauer und 17 Subs. Vielen Dank auch dafür. Ich fühle mich geehrt. Ich werde das gut zu nutzen wissen. Ich spare. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist wichtiger? Bono Rage oder Björk? Also Björk findet bestimmt, dass Björk total wichtig ist, aber. Das ist ein neuer Scheiß aus dem Büro. Wir haben ein Büro. Ich kann übrigens dieses Stern-Emote könnte ich theoretisch auch austauschen. Ich bin bis heute nicht dazu gekommen, weil ich fand halt Jumpy zu langweilig, das nochmal zu machen. Und deswegen habe ich das nicht getan. Ich spare mir. Ja, also die Kurbel macht wahrscheinlich das Ding so, aber kommt halt nicht ran. Das finde ich, wahrscheinlich muss ich von oben lang, ne? Aber kann ich den Stein gegen den dummen Hebel werfen? Ich spare das, mir. Ja, es ist gut, das ist Rufus, das zu erwarten war wahrscheinlich zu viel. Tonne mit Wasser. Ich bin vor 2 Sekunden hier rein, weil ich Deponia locken wollte, werde zwangsgesubbt. Das tut mir nur leid, Wasser, das ist, ich hab darauf wirklich keinen Einfluss. Also es tut mir wirklich also, unfassbar. Also, ja, gut, den Mob da nochmal rein, das haben wir schon mal versucht, ne? Aber kann ich die Mobstange mit den. Ne, kann ich natürlich frische nicht. Frische Kaugummis machen, man kann sie nirgends. Aber kann ich das? Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Ich bin auch dämlich. Ich heb mir den Rest lieber für spät. Viel spät. Egal, wir haben gekauten Kaugummi. Kann ich den jetzt mit. So viel soll man. Ich hätte natürlich auch. Ich vergesse immer, dass ich auch Sachen mit Rufus selbst benutzen kann, indem ich sie angucke. Na gut, dann können wir zumindest dieses Mosaik-Dings rankleben. Das bringt uns übrigens auch keinen Millimeter weiter, weil der Mosaikstein bringt uns ja auch nicht der Phosphorstange näher. Das ist. Also, es ist zwar schön und gut, dass ich das jetzt hier rankleben kann. Ich brauche mehr Licht. Ja, genau, das ist nämlich das Problem. Es bringt mir leider gar nichts. Das bringt mich ja halt nicht wirklich weiter. Ich meine, ich brauche irgendwie dünneren Stock, um das Phosphorzeug zu machen im Candy-Shop. Tja. Der Undershaker. Björk ist Rage, genau. Das ist ja der Follower-Sound. Das ist das, ja, die Mobstange ist ja. Hier steht es zu. Tja, kriege ich jetzt eine Mobstange mit 2 mm her? Moment, ich muss hier mal kurz. Ich habe noch einen dünnen Stock. Ja, ich habe das Ding, ich habe keinen dünnen Stock. Das ist, weil die Sardelle am Spieß möchte nicht. Maschine, mach mir hier raus. Ich hasse Geräte. Das Ding ist, ich müsste die Sardelle wahrscheinlich irgendwie vom Spieß runterkriegen. Irgendwie. Aber der Sardellenautomat wird wahrscheinlich die Sardelle nicht wieder zurücknehmen, oder? Alter, kann ich die einfach essen? Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. Na gut, ich habe in der Tat einen Stock. Der Hinweis war korrekt.
Stock. So. Also ich ahne, dass die anderen Automaten Fluff sind. Und jetzt kenne ich wahrscheinlich die Phosphorzuckerwatte. Ist Phosphor fluoreszent? Anscheinend. Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Der epische Mönchschor? Wer hätte es gedacht? Warte, jetzt möchte ich mir die restlichen Dinge angucken, bevor wir das richtige Rätsel machen. Ich vergesse es wirklich endlich, dass man die Sachen essen kann. So, was sehen wir jetzt? Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Was? Ich glaube, Rufus ist nicht so das Genie. Alter, ich hätte gerne meinen Sardellenstick zurück. Und muss ich jetzt jedes Mal... Ah, Schwein gehabt. Dachte, ich muss jetzt noch drei Sardellen essen. Vor allem, er hätte die Sardelle ja gar nicht essen müssen. Er hätte die auch einfach... Na, egal. Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Oh, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grill-Donnerstag. Ja, so wird's gewesen sein. Tja. Naja, gut, das erklärt zumindest die Story. Ich erinnere mich wieder. Also eigentlich nicht. Ah, zack, Mosaik. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Und jetzt...